die Treppen mache, das müsste doch eigentlich funktionieren. Aber zu hoch will ich das auch nicht machen. Ich guck mal, wie das aussehen würde, wenn wir das ja drei hoch machen. Das müsste dann eigentlich schon reichen. Die Erde müssen wir uns da hinten auch noch mal eben nach auch noch eben schnell holen. Eigentlich müssten wir das so weit führen, bis die sich oben treffen. Das weiß ich nicht, ob das nicht zu hoch wird. Wir machen jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann müssen wir da alles wieder abreißen. Obwohl so viel dürfte das jetzt. Obwohl doch eins. Oh, geht doch schon ganz schön in die Höhe. Jetzt muss ich gucken, ob ich danach noch einen. Ja, ich glaube. Upsa, ouch. Das machen wir erstmal von der Seite. Haben wir noch? Ja, wir haben noch Treppen. Ah, gut, dass ich die Seite gewechselt habe. So, das müssen wir nämlich mit Kobbel zumachen. Haben wir denn noch Kobbel? Ja, haben wir. So, und dann kann ich ja, glaube ich, hier. Können wir ja mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt komm, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Und das muss jetzt mit Koppel ausgeführt werden. Das machen wir aber von innen am besten. Machen wir mal die Erde erstmal weg. Komme ich da oben noch dran? Jawohl. Sehr schön. Wenn wir jetzt ein bisschen Erde verlieren, ist nicht schlimm. Vielleicht kann man aber auch hier Fenster reinmachen. Das müsste man mal gucken, wie das aussehen würde. Machen wir erstmal zu. Das machen wir erstmal hier ein paar Fackeln dran, damit es hier aber heller ist. So. Jetzt gucken wir uns das erstmal von außen an, was wir da fabriziert haben. Ja. Sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß ja nicht. Wie würde es denn aussehen? Da kommen wir nicht dran. Bauen wir uns mal hoch.
Wenn wir das so machen. Sieht ja noch bescheuerter aus. Oh nee. Nee, das reißen wir mal wieder ab. Und was ist, wenn wir hier... So, das haben wir jetzt mitgenommen. Jetzt mal wieder alles einsammeln. '58, da fehlt aber noch was. Ah, vielleicht sind ein paar reingeflogen. Ich glaube, mit dem Fenster drin, das sieht dann schon wieder ein bisschen besser aus. Hä? Wir hatten doch 60 gehabt. Wo sind denn die hin? Verstehe ich nicht. So, und wenn wir dann hier auch noch... Ich glaube, mit dem Fenster drin, das geht dann wieder. Wo sind denn die? Ah, da. Ja, ich glaube, mit dem Fenster jetzt da drin, das geht dann schon wieder. Aber ich glaube, dass ich an der Seite noch ein weiter runter muss. Wobei, das könnte ich zum Beispiel mit den... halben probieren. Hier dürfte das dann in Ordnung aussehen. Auch nicht so wirklich. Da muss ich dann auch wieder mit den Treppen dran. So, dann wählen wir mal die Treppen aus. Nein, nicht so. So will ich das haben. Jetzt müssen wir den Kackstift ein bisschen erweitern. Autsch. Ja, ich glaube so, das sieht... glaube ich, schon besser aus. Das sieht jetzt ungewöhnlich aus, weil wir es auf der anderen Seite nicht gemacht haben. Aber auf der anderen Seite kommt hier auch noch wieder ein Dach dran. Na? Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das machen wir noch eben schnell. Dass wir hier auch... ein... ein Dach dran machen. Ah, hier müssen wir jetzt mit den halben wieder arbeiten. Die Wand muss ja auch wieder rausgerissen werden. Das machen wir aber später. Und wir haben keine halben mehr. Ich glaube, die hatten wir genau aufgebraucht. Das muss man, glaube ich, sehen, wenn mal zwei Häuser fertig sind. Sonst kann man sich das nur schwer vorstellen. So, das brauchen wir auch. Dann brauchen wir
Eisengitter. Für oben haben wir noch, ja, 9 Stück. Damit müssen wir aber, glaube ich, erst einmal hinkommen. So, dann machen wir schon mal die Grundlage. Jetzt haben wir nur noch eine Treppe. Das heißt, wir müssen noch eben schnell eine Treppe machen. So, da haben wir 1, 2 beim dritten. 1, 2. Nein. 3. Ach. Genau andersrum. Nein. Ja, so ist richtig, ne? Genau, dann kommt da wieder Glas hin. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Riege. Dann machen wir das jetzt mal hier dran. Das heißt, das hier kommt weg, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir 2 Holz. Ich muss das mal hier eben schnell hochziehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann kommt jetzt Glas. 1, 2. Hier kommt jetzt noch Holz dran. Dann holen wir uns gleich wieder. Hier oben auch noch. Und der Rest wird wieder mit Holz zugemacht. Dann kommt hier Gitter dran, genau. Da müssen wir das jetzt so wie nebenan haben. Und dann kommen jetzt hier die Slabs. Also diese Halbdinger. Mache ich das jetzt richtig? Ja, genau, das ist richtig. Und dann käme ich hier wieder Holz. Unten müssen wir natürlich auch noch Holz hinmachen. Boah, werden wir einen Holzverbrauch haben. Wow. Nein. Oh Gott sei Dank kriegen wir den hier wieder. So. Habe ich hier irgendwo was verloren? Nee, ne? Ach, hier muss ich noch abreißen. Der ist verkehrt. So. Dann haben wir jetzt da oben im Prinzip die zweite Wand. Genau. Da oben haben wir jetzt die zweite Wand und da müssten wir jetzt